Ja, Bartel, du als Kapitän dieser Mannschaft, erstmal kurz die Frage, wie ist es, Kapitän dieser Mannschaft zu sein? Grundsätzlich ein großes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Viele Volldeppen im Team, aber trotzdem große Charaktere. In den Worten vom Susi zu sprechen, das Problem ist der Trainer, der Haselbüff. Das ist unglaublich, der stellt mich immer falsch auf und der weiß gar nicht, wohin laufen soll, weil er immer nur quer läuft. Und gar nicht weiß, wie er die Tore machen soll. Und er fragt mich nie, wie er es machen soll. Das ist unglaublich. Der ist nicht ganz dicht, sage ich dann nur. Das stimmt nicht in dem Hirn. Okay, grundsätzlich gibt es eine Aktion der Saison, die du besonders herauskristallisieren würdest, wenn du könntest? Das ist schwer zu sagen. Da ist natürlich der Freistoß vom Susi, den ich leider nur vom Hören sagen kenne. Cosmos Azzurri! Cosmos Azzurri träumt heute noch davon. Wäre da immer wieder ausgeschrien, der Susi, da bei Vereinsfeiern. Es soll unglaublich gewesen sein. Der Boy ist ein bisschen nicht aufgetaucht, gell? Sie wissen nicht, wo der hieß. Das ist erschreckend natürlich, brutal. Zusätzlicher Flugkörper in der Erdumlaufbahn. Absolut korrekt. Und auch durchaus einige Radarschirme haben da schon viele Meldungen gebracht. Also es ist gravierend, was das Susi da macht. Okay, du bist ein Wörter-Urgestein, hast gute wie schlechte Zeiten mitgemacht. Was ist in dieser Saison der Hauptunterschied zur letzten Saison? Was hat sich so verbessert, dass wir quasi einen bombastischen Aufstieg hinlegen konnten? Der Hauptunterschied ist nicht mal zum letzten Jahr zu sehen, sondern auch zum Aufstieg im Vergleich im Jahr zu der Saison 2003, 2004 zu sehen. Das Team ist einfach der absolute Hammer. Es ist nur absoluter Fun und die Leute ziehen voll mit. Keine Einzelaktionen, eine geschlossene Mannschaft, was will man mehr, sag ich dann mal. Okay, das ist ein sehr gutes Urteil. Wenn wir jetzt schon bei den Tops sind, kommen wir zu den Flops. Was ist der Flop des Jahres? Gibt es überhaupt was Negatives oder wie schaut es bei dir da aus? Also negative Sachen sind grundsätzlich hier schwer zu finden. Ich muss da wirklich auf die Tops nochmal zurückkommen. Also Top ist für mich der Aufstieg des Martin Deutinger, der vom absolut, ja, jetzt muss ich kurz, vom hirnverbrannten Kreisel da wirklich zu Top-Leistungen aufgetaucht ist, was unvorstellbar ist. Und ein weiteres Top ist natürlich der Hans Bruckmeier Junior, der hier der Dauerbrenner geworden ist und jedes Spiel über 90 Minuten gemacht hat und letztlich auch noch ein Tor im letzten Spiel erzielt hat. Was wollen wir mehr? Zwei, glaube ich. Okay. Jetzt haben wir die Tops und die Flops. Was wirst du dich, wie du jetzt denkst, in 20 Jahren erinnern, wenn du in die Saison, in diesem Jahr zurückdenkst? Das ist ganz eindeutig, kann nur die Frisur und Zusammenbruch sein. Okay. Mehr wird nicht bleiben, ganz klar. Mach ich jetzt kurz einmal schnell übergeben, dann übergebe ich jetzt dir die Kamera und ich begebe mich ganz ohne Gedanken, was ich zu beantworten habe, auf das Interviewpult. Sehr gerne. Da eine. Lauft ihr noch weiter? Was war das so, ist die Hoffnung. Auch hier haben wir jetzt einen weiteren Interviewpartner. Nahe ist Hans Bruckmeier, ein Dauerbrenner beim SV Wörth. Alle Spiele über 90 Minuten gemacht, auch diverse Tore gemacht in der Vorrunde. Unglaubliche Treffsicherheit in der Rückrunde. War es etwas schwächer von der Torausbeute? Woran lag es? Das ist die erste Frage. Das ist eine gute Frage. Also, am Willen lag es nicht. Ist echt, muss ich echt sagen, was echt der Grund sein kann, an der Absenz von Thomas Hamann, der jetzt mittlerweile in Kanada ist, der mein spiritueller Führer, was schon seit langem bekannt ist, der immer wieder durch Einhauchen von Zauberformeln neue Kräfte verliehen hat, teilweise sogar übermenschlich, also wirklich habe ich ja gespürt und so, also dieser Mensch ist nicht von dieser Erde. Der war jetzt natürlich fernab der Heimat in Kanada und ist ganz klar. Sie haben jetzt teilweise Anweisungen gegeben über Satellitenverbindungen und auch über psychologische Kommunikation direkt vom Gehirn zu Gehirn, wo er da einen größeren magischen Stein des Indianervolkes gefunden hat in Kanada. Und da bin ich jetzt natürlich wieder erstarrt worden. Mir seine Glückwünsche dadurch intermedial zukommen lassen konnte. Also das war der Grund, oder sagen wir mal, die Waage an sich ist Thomas Hamann und er hat es dann natürlich positiv wie negativ beeinflusst, mir gegenüber positiv. Danke Tom, dass du mich so gemacht hast, wirklich. Also
Ich vergönne dir all meinen Erfolg. Das war natürlich ersichtlich, das wird auch mit Sicherheit in Kanada im Fernsehen ausgestrahlt. Also dann wird das Song mit Wohlwollen in Kürze sehen. Live haben wir es leider noch nicht. Kann mich genau erinnern, nur irgendwie letzte Nacht so NHL Playoffs Finale, viertes Spiel, Detroit Red Wings gegen Pittsburgh Penguins. Also in Pittsburgh, in der Mellon Arena, ist kurz unterbrochen worden, dass da unser Spur übertragen war. Zwar der Meister ist, aber wird eh schon klar, aber sie wollten halt, was der Hamann, Adjutant, Brückmeier so macht und so, zwei Tore gemacht, gut, war das wenigste, was ich mal kennen habe und so. Ist ganz klar. Was natürlich uns jetzt auch nochmal interessiert, ist, wir sind uns bewusst, dass der Thomas Hamann einen großen Anteil an der Leistung deiner Saison in diesem Jahr hatte. Das ist auch unbestritten, das wissen ja alle, die da jetzt oben feiern und da wirklich die Meisterschaft genießen. Ein weiterer Punkt ist natürlich, dass Sie den Ersatz von Thomas Hamann ja kompensieren wollte und dann Herrn Hornauer ja wirklich beim SV Wien eingeführt hat. Inwiefern hat der Herr Hornauer deine Leistung positiv beeinflusst? Das ist für uns ein wichtiger Punkt. Dass der Herr Hornauer von Telemedial wollte der Sie einfach den Ersatz von Thomas Hamann einfach kompensieren. Okay. Und wie hat dir das geholfen, dass deine Leistung abrufbar war? Im Punkto geistige Führerschaft. Ganz klar. Das ist da muss ich jetzt natürlich kurz etwas weiter aus. Ich meine, es gibt ja doch mehrere Weltreligionen. Wir sind da beim Islam, Christentum, Hinduismus, Rock'n'Roll und so weiter. Für was jetzt der Tom Hamann letztendlich doch mehr steht, ist halt doch mehr oder weniger eine Art Geschmackssache. Wobei, sagen wir es, wo der Tom weg war, habe ich dann schon mich irgendwie spirituell verwaist gefühlt im Endeffekt. Also ich habe nicht mehr meine Beichte ablegen können bei einem vertrauten Priester und so weiter. Es war halt keine Einfallzeit, weil genau dann deswegen wirklich sagen muss, dass mir der Kerl da mit seinem Thomas geboren hat, zu dem er ja zwar eine homosexuelle Beziehung pflegt, aber also die muss man jetzt nicht unbedingt schlecht heißen, wir sind ja in modernen Zeiten und so weiter. Ganz im Gegenteil, ja. Die können sich ruhig gegenseitig penetrieren, auch wenn sie zwei Männlein sind, also das macht ja heutzutage wenig aus. Und hat mir das dann schon was geholfen, dass der Ken mich an den Thomas G. weiterverwiesen hat. Hat mir doch meinen Kummer doch etwas mindern können, was den Schock aus den ersten Spielen der Rückrunde gemindert hat, sodass ich am Schluss wieder mehr treffen konnte, wie auch heute. Also Ken hat zum Beispiel gestern bei mir ein mehrstündiges Handauflegen auf den rechten Fuß gemacht. Ja. Und mit dem habe ich prompt halt zwei Tore geschossen. Also von dem her, Chapeau Ken, muss echt sagen, hast mich aus der Krise geführt. Und indirekt aber natürlich mein Herz, immer noch mein Herz, das ist ja ein Symbol hier, das ist mein Kreuz, das immer mit mir trage, sind die überkreuzten Füße des Thomas Hamann, den ich sowieso über alles verehre. Und ich muss echt sagen, Chapeau Tom, du bist mein geistiger Führer und trotzdem danke Ken, du hast mich über eine Krise, wo der Tom nicht dabei hinweg geholfen. Und ich bin jetzt insofern ganz zufrieden, weil ich gehört habe, dass der Tom im Oktober wieder kommt und so. Das heißt, den Großteil der nächsten Saison kann ich mit seiner Gegenwart spielen. Eben, das heißt, da werden die Tore nicht 10, nicht 20, sondern eher wieder im 100er-Bereich liegen.